Das ist immer so lustig ist am Anfang. Sind wir schon drauf? Ja, wir sind drauf. Ach. Herzlich willkommen zum Das Stadtmagazin der Talk. Wir haben heute wieder einen Gast, den Herrn Dr. Oliver Weber von Noris Dermatologie. Ich bin gespannt, was er uns erzählt. Es wird heute um die Schönheit gehen, glaube ich, oder? Jawohl. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Gesundheit mit hinten dran, aber ja. Schön wollen wir ja alle sein. Ja, wie immer hier auf diesem Stuhl, Herr Dr. Weber, verliert man gänzlich das Recht auf das Sie und auf den Doktortitel. Ich bin die Caro. Oliver. Schön, freut mich. Ja, also die Noris Dermatologie, das ist deine Praxis, beziehungsweise zwei Praxen sind es mittlerweile, oder? Richtig. Wir haben im Jahr 2012 eine Praxis übernommen am Stresemannplatz. Mhm. Das ist, fungiert jetzt unter Noris Dermatologie Wörth. Ja. Dann hatte ich noch zwei weitere Praxis übernommen und sie in diese Praxis integriert. Das ist mittlerweile ein relativ großer Laden geworden, mhm, mit 4 Etagen. Okay. Wahnsinn. Und einer dedizierten Laser- und Privatetage, mhm, wo wir im Prinzip alle modernen Lasersysteme zur Verfügung haben. Okay. Und jetzt im letzten Oktober haben wir nochmal eine neue Praxisfiliale gegründet für rein ästhetische Indikationen und private Behandlungen in der Nürnberger Altstadt am Albrecht-Dürer-Platz. Okay, schön. Und also da sind quasi mehrere Laser drin. Das heißt, da gibt es Unterschiede. Also zu jedem Thema brauche ich einen anderen Laser. Richtig. Ja, also jeder Laser hat eine spezielle Wellenlänge. Ja. Und damit unterschiedliche Ziele. Mhm. Wir können mit den Lasern, die wir haben, sehr effektiv Gefäße behandeln, mhm, zum Beispiel. Okay. Ein Problem, was viele Leute haben, aber nicht alle wissen, nämlich die Rosatia, die mit Gefäßveränderungen im Gesicht einhergehen und mit Rötungen im Gesicht. Das ist, mhm, für viele Patienten sehr belastend. Das, ja, geht sehr gut mit dem Farbstofflaser. Dann kann man... ist es tief oder ist das jetzt eher... Das ist relativ oberflächlich. Okay. Und funktioniert erstaunlich gut. Okay. Also da brauchen wir in der Regel gar nicht so viele Sitzungen. Mhm. Und die Leute wundern sich dann immer, warum sie ihr Leben lang mit Gefäßen im Gesicht rumlaufen. Und dann kommen sie zweimal und alles ist gut. Mhm. Mhm. Das andere, zum Beispiel auch Haarentfernungen können wir durchführen. Da, mhm, reagiert dann die Wellenlänge des anderen Lasers mit dem Pigment. Und dadurch lassen sich sehr gut Haare entfernen. Muss aber, glaube ich, immer ein dunkles Haar sein, oder? Ja, also, wobei... also schnell handeln, dann, bevor sie grau werden. Da wird es dann schon wieder ein bisschen komplizierter, ja, weil da haben wir zwei verschiedene Laserköpfe. Wir haben sogar einen Laserkopf, mit dem auch helle Haare gehen. Zwar nicht, okay, so toll, mhm, wie die dunklen, aber theoretisch ist das möglich. Mhm. Dann haben wir als eine der ersten Praxen in Nürnberg ein sehr hochwertiges Pikosekunden-Lasersystem. Das ist einfach ein Laser, dessen Energie in ganz, ganz kurzen Pulsbreiten abgegeben werden, angeschafft. Und dieses, mhm, Lasersystem ist hervorragend zur Entfernung von Tattoos. Mhm. Und mit diesem System kann man was ganz Faszinierendes machen, und zwar eine Hauterneuerung im Gesicht, wo praktisch ein Teil der Haut behandelt wird und ein Teil der Haut unbehandelt wird. Es gibt, ja, nach gewissen Mustern. Mhm. Und dadurch entsteht eine Hauterneuerung aus der Tiefe heraus. Das, mhm, heißt, wir sind damit in der Lage, die Hautstruktur im Gesicht zu verbessern, ein bisschen Volumen aufzubauen, mhm, Verfärbungen, also Braunverfärbungen, mhm, zu behandeln. Und das Besondere an dem System ist, dass man fast überhaupt keine Nebenwirkungen hat. Man spürt davon kaum. Ach, das auch ist nicht, okay, im Gegenteil. Weil das wäre jetzt meine nächste, genau, Frage gewesen. Weil die klassischen Hauterneuerungssysteme, ja, oder Rejuvenation, ja, auf Neuenglisch, gehen mit einer sehr langen Ausfallzeit einher. Das, mhm, heißt, man fällt so 1-2 Wochen aus, hat fürchterliche Krusten, man schaut aus, als hätte man mit dem Gesicht auf der Straße, ja, gebremst. So ein System haben wir auch. Mhm. Es hat auch noch seine Berechtigung, wenn Akkelnarben zum Beispiel tiefer, mhm, sind oder größere Poren, da kann man das machen. Aber mittlerweile machen wir hauptsächlich dieses neue System, weil eben aufgrund dieser aufwendigen Technologie es möglich ist, die Laserstrahlen in der Tiefe zu applizieren. Mhm. Das heißt, die Oberfläche wird nicht behandelt, okay, man behandelt nur Areale unter der Haut, das spürt die man Basis kaum. Die Basis eigentlich des, richtig, Problems. Genau. Ja, ja. Und dann kommt es aus der Tiefe raus. Mhm. Und das ist momentan ziemlich Renner bei uns. Okay. Ja. Und seit wann ist das Gerät im Einsatz? System haben wir jetzt schon seit 3 Jahren, mhm, mit diesem speziellen Aufsatz. Ich war anfangs sehr skeptisch, muss, ja, ich sagen. Und ich mache eigentlich erst eine Lasertherapie, wenn ich selber davon überzeugt bin. Das heißt, wir haben im ersten Jahr, als wir das System hatten, nur, in Anführungszeichen, nur Tattoo-Entfernungen gemacht. Mhm. Aber dann haben wir mehr und mehr das
ausprobiert und es setzt sich jetzt mehr und mehr durch. Und mit diesem Aufsatz behandeln wir jetzt seit ungefähr 1 bis 2 Jahren. Mhm. Und wie gesagt, es gibt Patienten, das ist unglaublich, was da passiert. Das kann man immer nie hundertprozentig versprechen. Jeder reagiert da so ein bisschen anders. Ja, ja. Aber wir haben da Patienten mittlerweile in unserer Bilddatenbank, die so toll drauf angesprochen haben, das kann man gar nicht glauben. Und das alles ohne Nebenwirkungen. Also ein bisschen Rötung, ein bisschen Schwellung. Im Nachgang, dass man dann Sonnenstrahlen meiden muss, das ist ja auch immer oft bei Lasertherapien. Das ist richtig. Das ist bei diesem System auch nicht so. Okay. Also man kann den im Hochsommer behandeln. Mhm. Man kann mit diesem Laser im Hochsommer behandeln. Man sollte halt vielleicht 1-2 Tage, wenn die Haut gerötet ist, zu Hause bleiben. Aber man kann das wunderbar machen. Weil ja oft auch gesagt wird, wenn die Haut eben stark gebräunt ist, also auch nach dem Urlaub, so ist es eigentlich auch immer eher schlecht. Das hängt komplett vom Laser ab. Okay. Das System geht dann auch. Mhm. Ja, Wahnsinn. Und sind es denn meistens die Tattoos oder was ist momentan, was kann man sagen, ist so das Gefragteste? Das hält sich tatsächlich die Waage. Ja. Also Tattoo denke ich mir immer, da muss ich doch drüber nachgedacht haben, warum lasse ich mir das dann wegmachen. Ja, wir haben natürlich ein ganz, ganz großes Patientengut und mittlerweile auch wahnsinnig viele Leute, die von weit her kommen, eben wegen dieser Überlegenheit in diesen Systemen. Und da sind dann schon Geschichten dahinter, die einen, wie soll ich sagen, ein bisschen sehr mitleidig werden lassen. Ja? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einen jungen Menschen habe, der im Alter von 14, 15 auf die schiefe Bahn gekommen ist, mit Rechtsradikalen, zusammenkam, den ganzen Körper, wir haben da Patienten, den ganzen Körper mit Hakenkreuzen oder mit Skeletten oder mit, also fürchterlich, und wo das dann wirklich die Psyche belastet, weil natürlich viele häufig dann glücklicherweise da von diesen Kreisen weggehen und sich dann von den Spuren der Vergangenheit lösen wollen. Und das funktioniert auch, aber es ist natürlich, wenn das großflächige Sachen sind, teilweise auch mehrfarbig, da reicht eine Sitzung nicht. Da braucht man schon so um die 8 Sitzungen. Mhm. Das ist natürlich dann auch nicht so ganz so billig. Das ist deutlich teurer, als wenn man sich das Tattoo stechen lässt. Das wissen mittlerweile alle. Aber es ist also, oder wir hatten einen Patienten, der hatte Comicfiguren sich tätowieren lassen. Mhm. In allen möglichen Farben. Also Mickey Mäuse, Donald Ducks, Minimäuse, Goofies, überall im ganzen Körper. Dann werden solche Patienten natürlich auch irgendwann älter und dann will man vielleicht auch eine Freundin haben. Jetzt können Sie sich vorstellen. Also ich kenne da auch eine Geschichte, das war tatsächlich noch zu Schulzeiten, war bei mir eine Freundin mit drin und die hat sich damals ein Streifenhörnchen wirklich hier so her tätowieren lassen. Also man hat dann dieses Schwänzlein noch so gesehen am Hosenbund rausgucken. Wo ich mir dann auch dachte, wenn du mal schwanger bist, ist das Streifenhörnchen also auch... Nein, Elefant. Ja, solche Fälle sind es dann, ja. Oder was war denn tatsächlich wirklich so ein... muss man da sich manchmal zusammenreißen und sagt, mein Gott, wie lustig, was... Also das lustigste Tattoo... Es ist ja tatsächlich so, dass, dass man dann... da lacht man nicht. Im Nachhinein unterhält man sich vielleicht im Team drüber, aber das ist ja doch ein Grund, warum die Leute kommen und ist meistens nicht lustig. Weil man selber, meine früher haben sie es vielleicht natürlich lustig gefunden. Der Klassiker ist natürlich, dass ich irgendeine Ex-Freundin am Körper habe und ich will sie loswerden. Dass man das nur macht. Teilweise haben wir aber auch Ex-Freund und Ex-Freundin gemeinsam da, die noch befreundet sind, aber dann sagen, sie wollen sich vielleicht nicht gegenseitig jeden Tag lesen. Ja, und sich dann den zweiten Christian unbedingt zu suchen, nur dass das Tattoo stimmt. Das schränkt die Partnerschaft etwas ein. Nee, also das ist ein großer Bereich. Was wir noch machen, ist Besenreißerlaser. Mhm. Auch ein Riesenthema, wo viele Leute gar nicht wissen, dass das mittlerweile mit der Lasertechnologie ziemlich gut funktioniert. Auch jüngere Frauen, die da sich nicht ins Schwimmbad trauen und danach eben doch. Sind da viele Sitzungen nötig? Oder? Das ist auch ganz unterschiedlich. Okay. Gibt Patienten, Klassiker sind ja die Unterschenkel, die nach 4 Sitzungen da schon fertig sind mit der, mit der Therapie. Gibt Patienten, die brauchen mehr. Man sagt immer so zwischen 4 und 9 Sitzungen. Okay. Das ist so unterschiedlich und kann man auch nicht wirklich vorhersehen. Das ist bei jedem Patienten. Wie viel Abstand muss man da? So alle 4 Wochen. Alle 4 Wochen. Circa. Aber gut, nachdem der jetzt nicht mehr. Ist es dann, wir reden immer noch von diesem einen Laser oder das sind wir da? Wir haben jetzt ein anderer. Ja. Wie viel haben Sie denn?
ist ja der Wahnsinn. Ich weiß es jetzt aus dem Stegreif gar nicht. Jetzt kam natürlich für die neue Praxis nochmal welche dazu. Dann viele, also ja. Ich schätze so 9. Jetzt aus dem Stegreif. Wir haben noch ein paar abtragende Laser, mit denen man Hautanhänge entfernen kann für Rome. Hautkrebsvorstufen kann man damit sehr gut behandeln. Also viele Muttermale, die aus der Haut rauskommen, die man damit... Die schneidet man auch nicht mehr, also ich weiß, dass man... Kombiniert. Also es hängt davon ab, was es sind für Muttermale, ob wir da auch Anhalt dafür haben, dass es was Bösartiges sein könnte, dann lasern wir überhaupt nicht. Okay. Wir in der Praxis machen auch immer histologische Untersuchungen, selbst wenn es gutartig ist oder auch gutartig ausschaut. Ja. Das gehört, finde ich, dazu. Und genau, da haben wir natürlich, ich glaube, 4 Stück von diesen Systemen. Also ein relativ großer Fuhrpark. Ich sehe schon. Ja, aber für alle, für jeden was dabei eigentlich. Ne? Das ist ja das Gute dann. Was wir jetzt gemacht haben, da war ich anfangs skeptisch, aber mittlerweile ist es auch eine ganz, ganz tolle Idee gewesen. Wir haben einen Raum, einen kompletten Raum, der ist für nichts anderes da als für Hautanalyse. Okay, schön. Das heißt also ein separater Raum, wo die Haut von mehreren Seiten analysiert, fotografiert wird. Es ist tatsächlich so, wenn man mit dem Patienten spricht und der Patient kommt mit einem Thema zu mir, da halte ich mich mit dem Patienten, mir fällt vielleicht noch was auf, aber ich würde den Teufel tun, den Patienten da auf das andere auf. Ja. Da muss man sehr vorsichtig sein, was man da sagt. Man fühlt sich übrigens auch ein bisschen beobachtet, wenn man so neben dem Spezialisten sitzt, denkt mir, oh Gott, können wir uns... Aber das Besondere an dieser Analyse ist, dass man sich gemeinsam dann praktisch Bilder anschaut, die dieses Computersystem uns liefert, mit auch einer Auswertung. Und wenn ich mich dann mit diesem Bild beschäftige, sieht man selbst und es ist auch für den Patienten angenehmer, weil es praktisch eine dritte Person ist, über die man redet, und dann kann ich Dinge ansprechen, die mir auffallen, und muss jetzt nicht praktisch dem Patienten im Gesicht sagen, der Fleck gefällt mir nicht. Genau. Ja, ja. Eher so eine faktische, neutralere. Richtig. Und man kann mit diesem System dann auch sehr objektiv beobachten, also wenn wir eine Behandlung machen, dann ist es ja auch immer subjektiv, wie viel die gebracht hat. Mhm. Das heißt, wenn ich sehe, dass sich da eine deutliche Verbesserung ergeben hat, dann ist es für den einen oder anderen Patienten nicht so ersichtlich. Dafür sind diese Systeme auch gut. Aber da kann man das nämlich sehr verifiziert zeigen, sehr hochauflösend zeigen, was sich wirklich getan hat. Und da wundern sich die meisten Patienten. Weil, naja, man gewöhnt sich ja leicht dann an Dinge, wenn sie so schleichend verschwinden. Und ehrlicherweise, das eigene Spiegelbild ist immer das Kritischste. Also da sieht man immer alles und denkt, fixiert sich eigentlich nur noch auf das, was schlecht ist. Insofern ist es tatsächlich eine schöne Methode, ja. Schön. Also ich muss jetzt dann auch gleich mal einen Termin vereinbaren, aber ohne Kamera. Wobei, schauen wir mal. Ja, schön, dass du da warst. Ja, hat mir viel Freude bereitet. War lustig. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.